Rohstoffe in der Vermögensstruktur sollte man nun aufgrund des jüngsten spektakulären Anstiegs beim Ölpreis in Rohstoffe investieren. Wir schauen zunächst auf die Entwicklung der beiden Ölpreise. Sie wissen, es gibt hier zwei relevante Daten, die die Marktteilnehmer verfolgen. Sie können das hier sehen. Einmal in türkisblau WTI, dann Brent in dunkelblau. Sie sehen diesen spektakulären Anstieg hier in den vergangenen beiden Tagen und das nährt natürlich die Schlagzeilen. Wenn wir das Ganze in einen längerfristigen Kontext einordnen und uns die Frage stellen, wo stehen wir denn überhaupt, was das absolute Niveau angeht und wie war die Entwicklung in den vergangenen Jahren, dann ist das schon weitaus weniger spektakulär. Auch hier nochmal die gleiche Grafik dargestellt für einen längeren Zeitraum, eben auf Sicht der letzten 10 Jahre. Und da stellen Sie schon fest, der Ölpreis war schon deutlich höher. Wir waren schon bei rund 120, hat dann einen spektakulären Einbruch erlebt und ist seitdem in einer relativ großen Handelsspanne seitwärts gelaufen. Also vom absoluten Niveau bis zu den Höchstpreisen noch Luft und dementsprechend aber auch deutliche Luft nach unten. Also aus der Historie können wir wenig rauslesen, was jetzt die Chancen nach oben respektive die Risiken nach unten betrifft. Aber per se Öl ein sehr volatiler Vermögenswert. Die Frage, wie man nun in das Thema investieren kann, ist nicht ganz einfach zu beantworten. Zunächst müssen wir uns klar machen, dass Sie nicht in einen einzelnen Rohstoff investieren können, wenn Sie einen Fonds nehmen möchten. Ein Investmentfonds muss eine gewisse Mischung und Streuung aufweisen. Das haben Sie per se nicht, wenn Sie nur in Öl investieren. Dementsprechend haben Sie bei Öl meistens Zertifikate oder sogenannte ETCs und das steht für Exchange Traded Commodities. Das klingt sehr ähnlich wie ETF, also börsengehandelte Indexfonds, ist aber etwas anderes. Der ETF ist ein Sondervermögen, der ETC ist keins. Und noch dazu ganz andere Konzentrationsrisiken. Was bei Rohstoffen aber noch deutlich wichtiger ist, ist der Sachverhalt, dass Sie typischerweise nicht direkt in den Rohstoff investieren. Also wenn Sie ein Zertifikat erwerben, was auf dem Ölpreis basiert, dann stellt niemand, also vor allem nicht der Anbieter dieses Finanzproduktes, sich ein paar Barrel Öl in den Keller, sondern es wird typischerweise über den Terminmarkt investiert, konkret eben über sogenannte Futures. Futures basieren auf der Terminkurve und diese Terminkurve, die kann sich für Investoren positiv oder negativ darstellen. Man nennt hier die beiden Situationen Contango und Backwardation und sofern Sie diese nicht verstanden haben, sollten Sie von Investitionen in Rohstoffen Abstand nehmen. Grundsätzlich gilt es auch hier, diese sogenannte Terminkurveneffekte zu nutzen, respektive auch zu minimieren. Viele Ansätze sind aber dementsprechend schon eher in der Hedgefonds-Welt zu verorten und nicht mehr das, was der Anleger erwartet, wenn er ein simples Zertifikat erwirbt. Grundsätzlich gilt, Sie kaufen typischerweise nicht den Rohölpreis von heute, sondern Sie kaufen den Preis, der im Future bereits abgebildet ist. Dieser Future-Preis reflektiert alle Erwartungen und Meinungen, die der Konsens am Markt mittlerweile gebildet hat. Das heißt, Sie zahlen heute nicht den Preis, den Sie in der Zeitung sehen, sondern den Future-Preis. Also müssen Sie immer auf den Future-Preis achten und schauen, ob der Preis, den der Future abbildet, auf dem wiederum Ihr Zertifikat oder Investmentprodukt basiert, höher oder niedriger ist als das, was Sie als Ihre Erwartung an dieses Asset entsprechend hier erwarten für die Zukunft. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Problematik, dass diese ganze Abbildung über den Terminmarkt zu Differenzen sorgt zwischen dem realen Asset, dem sogenannten Spot Price, und eben dem investierbaren Financial Asset. Auch hier das mal dargestellt auf Basis von verbreiteten Indizes und was Sie hier sehen, in türkisblau, das ist der investierbare Rohstoffkorb, auf dem typischerweise auch Zertifikate basieren. Auf der anderen Seite in dem dunkelblauen Balken oder der Linie dargestellt der physische Rohstoffkorb, der sogenannte Spot. Und da sehen Sie eine erhebliche Differenz auch zwischen diesen beiden. Das führt häufig eben auch zu Enttäuschung bei Anlegern, die vielleicht ein Zertifikat gekauft haben auf einen steigenden Ölpreis. Der Ölpreis ist auch gestiegen, aber de facto stellen Sie fest, ups, im Nachhinein, das war ja alles schon im Future einkalkuliert und dazu noch eben diese Effekte mit Contango und Backwardation, die man verstehen sollte. Also, das ist ein wichtiges Thema. Die Frage, die sich daran anschließt, könnte sein, naja, kaufe ich mir vielleicht einfach Energieaktien oder Aktien, die im Bereich Basic Materials notieren, also der Grund- und Hilfs- und Betriebsstoffe, da haben Sie natürlich kein reines Brancheninvestment mehr. Das könnten Sie allerdings über ETFs wiederum abbilden, weil Sie dann entsprechende Mischung und Streuung haben. Aber ich habe Ihnen hier mal einen konkreten, in Deutschland sehr verbreiteten Energiefonds mitgebracht und Sie können die Entwicklung sehen in Relation zum globalen Aktienmarkt. Beides investierbare Wertpapiere, die Energieaktien hier in türkisblau dargestellt, also auf Sicht von 10 Jahren
plus minus null, globaler Aktienmarkt mit einer sehr spektakulären Entwicklung. Und sehen schon hier, dieses Delta ist doch relativ groß. Also sprich, diese Sektorwette der Energieaktien gegenüber dem globalen Aktienmarkt hat sich als sehr nachteilig erwiesen. Dementsprechend machen Sie sich immer klar, eine Branchenwette auf gezielte Sektoren ist immer eine aktive und deutliche Abweichung vom breiten Index. Diese sollte nicht zu hoch sein, Sie sollten sie vernünftig begründen können und das natürlich auch im Kontext der Portfoliokonstruktion berücksichtigen. Grundsätzlich an dieser Stelle auch hier, wenn Sie heute ein bisschen Rohstoffe erwerben, müssen Sie die Mechanismen verstehen, Sie müssen die Unterschiede bei den verschiedenen Instrumenten nachvollziehen können und Sie sollten es auch im Portfoliokontext berücksichtigen, dass wenn Sie beispielsweise Energieaktien kaufen, die beispielsweise die Value-Quote im Portfolio erhöhen könnten. Das heißt, sie haben auch wieder Auswirkungen auf den Stilmix in ihrem Aktienportfolio. Das heißt, vor der Investition sind einige Überlegungen anzustellen, zumindest dann, wenn wir über Investitionen reden und nicht über Spekulation. Auf der anderen Seite können wir einen Schritt weiter oben anfangen und typische Anlegermotive betrachten. Auch das hier aus der Beratungspraxis für Sie mal dargestellt. Was möchte ich eigentlich? Möchte ich den Wert meines Vermögens bewahren? Dann habe ich natürlich das Thema, dass auf Portfolioebene der Vermögenshalt angestrebt wird. Will ich Wachstum ohne zu viel Risiko? Das ist eine immer größere Herausforderung in der heutigen Zeit, wo wir ja negative Zinsen haben. Will ich mein Vermögen vor Inflation schützen? Das könnte ja ein typisches Kernthema sein, wenn man davon ausgeht, dass die Inflation mit einem Rohstoffpreisanstieg einhergeht. Oder geht es mir um regelmäßige Erträge? Also, ich glaube, bei den regelmäßigen Erträgen, da scheiden die Rohstoffe aus. Wir sind am ehesten wohl bei dem Thema Diversifikation im Gesamtportfolio-Kontext und auch Inflationsschutz. Aber auch hier gilt, die Rohstoffe sind nicht konkurrenzlos. Die Beteiligung am globalen Aktienmarkt stellt auch einen Inflationsschutz dar. Genauso wie inflationsgebundene Staatsanleihen für defensive Anleger eine Ergänzung sein können, zumindest wenn man defensiv als geringere Wertschwankungen abbilden möchte. Also diese Fragen sollte man sich vor der Investition stellen. Wie Rohstoffe insgesamt in die Vermögensmatrix eingeordnet werden können, das sehen Sie hier dargestellt. Die Ypos Vermögensmatrix, Sie sehen schon, wir unterscheiden zwei relevante Gruppen, die Sachwerte, also Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle und auf der anderen Seite die Geldwerte, also Staatsanleihen, Pfandbriefe, Lebensversicherungen und auch natürlich Renten- und Pensionsansprüche. Beide Seiten haben ihre Berechtigung und Sie sehen schon hier, die Rohstoffe sind typischerweise als Sachwerte einzuordnen, aber denken Sie daran, die Abbildung erfolgt meistens über Futures, also würde man doch vielleicht sagen, ist halt doch nur ein nomineller Anspruch, also das muss man für sich mal durchaus zu Ende denken und sauber einordnen, aber auch die Einordnung als Rohstoff zeigt natürlich auch, dass wir grundsätzlich über Investments reden, die deutlich höhere Risiken haben als beispielsweise kurzlaufende Anleihen. Und diesen Risiken stehen natürlich Ertragserwartungen entgegen. Aber diese Ertragserwartung abzugreifen, ich hoffe, ich konnte es rüberbringen, ist nicht ganz so trivial aufgrund der genannten Faktoren. Dementsprechend nehmen Sie die aktuellen Schlagzeilen durchaus mal, um über Ihre Depot- und Vermögensstruktur nachzudenken. Was wäre denn, wenn wir einen Inflationsanstieg hätten, weil wir beispielsweise einen Angebotsschock auf der Ölseite haben, wie würde Ihr Vermögen das auffangen? Welche Möglichkeiten sind im Portfolio vorhanden? Haben Sie vielleicht ein bisschen zu viel defensiven Bias mittlerweile in der Vermögensstruktur aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre, wo ja defensive Titel sehr stark gewachsen sind? Ist die sogenannte Old Economy vielleicht etwas zu gering gewichtet? All das könnten sinnvolle Überlegungen sein, die man sich stellen sollte. Die Überlegung, wo der Ölpreis übermorgen stehen sollte, die ist nicht sinnvoll. Ich denke, die Lebenszeit kann man sinnvoller investieren. An dieser Stelle darf ich Ihnen eine schöne Zeit wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.